Kart ilepini ekstra gönderiyorsunuz. Süper. Epey de App Store'dan kolaylıkla temin edebilirim. Kartla tam neler yapabilirim? Evet, aynen öyle. İstiyorsanız verstehen buradan ist einfach. Göstereyim. Hiç wenn der Finanzpartner die gleiche Sprache spricht. Dann sage ich auch heute wieder hallo und herzlich willkommen ja, auf Zypern, jetzt im Livestream hier im OFC-Fanradio und Kickers TV im Trainingslager der Offenbacher Kickers. Zweiter großer Tag, heute war wieder mächtig was los und wir haben auch hier einiges an Programm vorbereitet. Und ihr seht schon, neben mir, da ist einer, ein Neuzugang. Wir hatten gestern eine Pressemeldung, wir kommen gleich auf ihn zurück, ich verspreche es. Ich will mich erstmal an dieser Stelle bedanken, ja bei der Sparkasse Offenbach, die heutige Sendung ermöglicht, Herr Frau Krawitz und ihr tolles Team, die das eben ermöglichen, dass wir von hier live senden können. Und ja, das macht es natürlich aus. Wir brauchen auch immer ein paar Fragen, wollen das Ganze ja interaktiv gestalten. Schreibt also an fanradio@ofc.de. Ein paar Fragen sind schon gekommen, aber es könnte nicht schaden. Und vielleicht klappt es ja noch, dass es schnell hier reingeht in den Speicher, wenn es keine technischen Probleme gibt. Dann werden wir die gerne auch noch mit verlesen. Jetzt habe ich es gesagt, wir haben gestern eine Meldung gemacht. Da gibt es einen Neuzugang, Levent Wanli, hier sitzt er. Hallo und herzlich willkommen in Offenbach und auf Zypern. Hi, dankeschön. So, jetzt bist du bei uns, aber wenn ich sage, jetzt bist du bei uns, dann ist das fast schon gelogen, denn du bist ja schon fast ein alter Bekannter. Du hast ja schon Wochen und Monate lang eigentlich jetzt ein bisschen mittrainiert als Testspieler, aber jetzt bist du ganz offiziell einer von Kickers Offenbach. Man sieht es auch auf deiner Brust, das Kickers-Logo steht dir sehr, sehr gut. Wie ist es dir denn ergangen bis jetzt? Ja, also wie gesagt schon, ich habe ja jetzt schon seit geraumer Zeit mittrainiert. Jetzt ist vor 2 bis 3 Wochen haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass ich dann ganz offiziell zum Team gehöre. Dann haben wir das, ging es auch relativ ganz schnell, haben wir den Vertrag unterschrieben und ja, ist nichts Neues für mich. Also ich kenne die Mannschaft, kenne das Trainerteam und ja, also macht super viel Spaß. Ja. Und da merkt man einerseits, bist du noch recht jung, aber schon richtig routiniert. Warum? Ich glaube, 24 Jahre alt bist du, ne? Warum? Du bist richtig schon rumgekommen. Erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du her und was hast du alles so erlebt? Ja, ich bin gebürtig aus Salzgitter-Lehmstedt, das ist bei Braunschweig. Ja, dann bin ich mit 18,5 in die Türkei für ein Jahr. Da habe ich in Istanbul mich ein bisschen fit gehalten und dann ja, kam, glaube ich, die interessanteste Adresse. Habe ich 2,5 Jahre auf den Malediven gespielt. War für mich eigentlich ganz gut, weil ich konnte da ziemlich viel Spielerfahrung sammeln, Spielpraxis sammeln, auch mal die Kultur kennenlernen. Auf den Malediven, du hast dann 2,5 Jahre dort Urlaub gemacht. Nein, kein Urlaub, also Urlaub auch. Aber ja, Fußball war für mich da der Hauptgrund, warum ich dann da gespielt habe. Habe viel Spiele gemacht dort, super Leute kennengelernt, die Kultur kennengelernt, habe immer noch viele Freunde da. Also für mich war das sozusagen zu diesem Zeitpunkt der beste Schritt, ja. Und dann gab es ja irgendwann doch wieder Ambitionen, mal wieder nach Deutschland zu kommen. Und da war ja ein, ja, ich sag mal, halbwegs unbedeutender Bundesligist, aktueller zumindest noch, ne? Ja. Der hat dann Interesse gezeigt. Wie ging das weiter? Ja, dann bin ich dann erstmal nach dem Malediven für 6 Monate nach Beirut. Mhm. Da habe ich dann mich auch nochmal fit gehalten. Da gab es einen Trainer, den ich aus der Jugend kannte. Durch die dortige politische Situation zu dem Zeitpunkt war es dann für mich nicht möglich, noch weiterhin zu bleiben. Also dann haben wir uns entschieden mit meinem Berater damals, dass ich dann ins Probetraining mit Darmstadt 98 gehe. Das war zu Drittliga-Zeiten mit Timo Wache. Ja, dann habe ich da 5 Tage mittrainiert, sodass wir uns dann entschieden haben, dass ich den Schritt nach Darmstadt wage. Dann wollten wir mich eine halbe Saison bei Darmstadt 98, bei Rot-Weiß Darmstadt parken. Und da ist es dann habe ich ein bisschen Verletzungspech gehabt, ja, sodass ich das dann so ein bisschen negativ für mich ausgewirkt hat. Ne? Und dann ging es weiter über Viktoria Griesheim, glaube genau. Ich. Ne? Das ist ja auch ein alter Bekannter, Angelo Balletta. Und naja, dann war der Weg eigentlich nicht mehr so weit bis nach Offenbach. Insbesondere jetzt, nachdem die Verletzung so halbwegs oder eigentlich doch auskuriert war, geht es ja jetzt darum, wieder richtig den Anschluss zu finden. Und jetzt bist du, und damit lösen wir es auf, kein Mittelstürmer, kein Rechtsaußen, sondern du bist Torwart. Im Moment stellst du dich erstmal hinten an auf den 3. Platz. Ne? Da hast du ja einen Alex und Daniel vor dir noch. Aber ja, wie fühlt sich's denn so an im Tor der Offenbacher Kickers? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch, wie wir es gerade
besprochen haben, der Alex und der Daniel, dann auch nochmal mit dem Torwarttrainer, mit dem René, sowieso das Training mit denen und auch generell die Jungs, wie sie sind, wie sie mich aufgenommen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich positiv. Also das Training ist auch vom René wirklich sehr abwechslungsreich, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist für die Torhüter. Generell so mitzutrainieren, natürlich mit einem Verein wie Kickers oder auch jetzt Teil der Mannschaft zu sein, ist für mich natürlich eine sehr positive Sache. Also ich komme ja aus Salzgitter, selbst da ist ja kein Wunder, selbst da ist der Verein ziemlich bekannt. Ich denke, dass wir alle so ein bisschen anpacken müssen, damit der Verein wieder nach oben kommt. Wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, dann werde ich es auf jeden Fall machen. Aber jetzt so, wie du es schon angesprochen hast, stelle ich mich erstmal hinten an. Haben wir mit dem Daniel einen super Torwart, von dem wir, also Alex und ich, natürlich auch lernen können. Und ich denke, da ist es für uns eine sehr positive Sache. Jetzt geht's gleich hier mit ins Trainingslager. Ist vielleicht auch gut, dass man dann so richtig hier noch mehr sich verankern kann. Die Fans haben so ein bisschen diskutiert, weil es klar, da war immer so im Raum gestanden, ja, wir müssen eigentlich noch einen Stürmer haben, jetzt kommt ein Torwart. Das kann man so und so sehen. Auf der anderen Seite haben wir das jetzt gesehen, in Walldorf auf einmal standen wir da. Und selbst der Oliver Kobbig, der das gut gemacht hat, war ja auch nur der zweite Torhüter, glaube ich, in der A-Jugend dann wiederum. Also es kann schon Sinn machen und das müssen wir eigentlich aber auch ein bisschen auflösen. Das Ganze konnte auch nur gehen, weil du uns da finanziell über alle Maßen entgegengekommen bist, denn der OFC, das weißt du selbst, hätte uns sich das ansonsten so nicht erlauben können. So sieht's aus, ja. Also ich habe dann natürlich das Gespräch auch mit dem Trainer gehabt, mit Oliver Rick und mit René und dann auch nochmal mit Herrn Fiori. Wir haben uns dann haben da so ein paar Einigungen gehabt und sind dann schlussendlich auf einen Punkt gekommen. Also ich sage auch ganz ehrlich, es heißt ja alles auf Rot-Weiß. Wie gesagt, wenn ich da meinen Teil dazu beitragen kann, dann mache ich das gerne. Da muss man mal ein bisschen auf die Zähne beißen und dann, ja. Bevor wir noch ein bisschen was über dich so als Mensch erfahren, wollte ich nochmal sagen, fanradio@ofc.de, ihr könnt noch Fragen stellen, Dennis Schulte und Benjamin Kirchhoff werden gleich auch bei uns sein. Und eine Frage, die ist zum Beispiel schon an dich gekommen, also da hat gleich schon jemand gegeben, der ein Interesse hat. Da fragt nämlich der Manuel Wilhelm, schön, dass du dich dem OFC angeschlossen hast, was sind denn deine persönlichen Ziele? Und dann sagt er schon mal vielen Dank und schöne Grüße nach Zypern, auch an den ganzen anderen OFC-Tross. Also was sind deine persönlichen Ziele beim OFC? Ja, natürlich ist es für mich erstmal schön, hier zu sein. Meine persönlichen Ziele, ich weiß, also jeder Fußballer, der plant ja immer schon so, dass er natürlich einen erfolgreichen Weg da einschlagen kann. Jetzt muss man das Ganze auch ein bisschen realistisch sehen. Mit Daniel hat man da natürlich einen super, super starken Konkurrenten. Aber ich denke, dass man als junger Torwart auch von ihm viel lernen kann. Und das tun wir jeden Tag, der Alex und ich. Und mein persönliches Ziel ist natürlich, dass ich mich von Tag zu Tag weiterentwickle, viel vom René und auch vom Daniel lerne. Und dann ja im Idealfall eines Tages, wenn es mal vielleicht gut klappen würde, wenn es gut läuft, dann vielleicht auch mal wirklich Stammkeeper sein. Natürlich, warum nicht? Also man muss ja nach oben schauen. Also da haben wir diese Frage beantwortet und da kommt schon gleich die nächste Frage, auch wieder an dich. Weißt du schon, welche Rückennummer du bekommst? Das weißt du ganz bestimmt, weil du hast sie ja schon. Genau. Was ist es? Ich habe die Nummer 29 gewählt. Also gut, die Nummer 29. Dann haben wir das auch beantwortet. Die Frage kam von Dennis Seitel. Ja, vielleicht noch zwei, drei kurze Sätze. Sag mal ein bisschen was zu dir als Person. Was macht dich aus? Was machst du sonst noch so neben dem Fußball? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Oder? Nee, also verheiratet bin ich noch nicht. Ich habe auch im Moment leider keine Freundin. Kinder habe ich auch nicht. Und so sieht's aus. Okay, und gibt's noch irgendwas neben dem OFC, rechts und links, vielleicht eine andere Sportart, die du noch so ein bisschen betreibst? Ich habe gesehen, ihr habt ja gestern da schwer auch Billard gespielt und Tischtennis. Tischtennis steht ja ganz hoch im Rang bei den Kickers-Spielern. Ja, habe ich gestern erstmal gegen Sammy verloren, 11-8. Der ist dann auch bei uns der Sieger geworden. Ansonsten, ja, jetzt an sich vielleicht manchmal Basketball, da bin ich jetzt aber auch nicht super drin. Ich gehe gerne laufen, wenn wir mal frei haben. Das mag ich eher. Oder jetzt, dass ich irgendeine Sportart mache, neben dem Fußball ist es eher nicht, also gar nichts. Dann würde ich sagen, erstmal ganz, ganz herzliches Willkommen. Toll, dass du jetzt bei uns bist, so richtig ganz offiziell. Freut uns sehr. Hau rein und bring den OFC auch weiter, ne? Danke. Danke. Dankeschön. Danke. Also. Das war ja Levent, da haben wir unseren Neuzugang vorgestellt und da sehe ich Sie schon, Benjamin Kirchhoff und Dennis Schulte. Kommt ihr dann auch bitte zu mir? Das sind Sie, die beiden, einer rechts, einer links und dann sollten wir das hinbekommen.
Da haben wir die müden Krieger, denn die haben hier, er ist hier fast schon ins Sofa versunken. War es denn so anstrengend bis jetzt? Ja, schon. Also war schon gut anstrengend. Also wir haben jetzt jeden Tag zweimal trainiert. Das geht schon auf die, wie sagt man das, auf die Knochen, aber macht auch Spaß. Also ist auch wichtig, jetzt in der Vorbereitung was zu tun. Ist ja nicht nur zweimal trainieren, danach geht es ja immer noch ein bisschen weiter. Da gibt es noch ein paar Sitzungen, dann gibt es Wellness und Schwimmen und all solche Geschichten. Ich habe vorhin gesehen, ich weiß gar nicht, Dennis war es, glaube ich. Warst du auch dabei mit den Beinen hier im eiskalten Wasser draußen? Nee, ich war nur in der Sauna und bin da im Wasser gewesen, im Schwimmbecken. Aber draußen war ich jetzt noch nicht. Ja. Dennis, da kannst du sehen, du hast was falsch gemacht. Er war schön im Warmen in der Sauna und du hast das gefrorene Wasser aufgebickelt, um da ein Fußbad zu nehmen. Ja, was man nicht alles für die Regeneration tut, ne? Also ja, also war schon sehr kalt, aber ich denke mal, das ist ja auch ganz gut, so gerade wenn man dann so ein Kältebad macht. Also ist ganz gut für die Regeneration. Und im Anschluss bin ich dann auch noch ins Warme gegangen, in die Sauna und habe mich dann ein bisschen aufgewärmt wieder. Benjamin hat ein bisschen gestöhnt eben, also es ist wahrscheinlich doch ein bisschen härter als so der normale Trainingsalltag. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb sind wir ja auch hier, um hart zu trainieren. Und da gehört es auch mal dazu, mit einem schweren Bein oder auch mit einem Muskelkater dann abends ins Bett zu gehen und morgens wieder ein bisschen schwer rauszukommen. Aber ja, dafür haben wir hier, werden wir gut versorgt eigentlich und haben gute Trainingsbedingungen und das sollte man mitnehmen. Ja, ich war ja heute auch mal auf dem Platz, das sieht ja eigentlich ganz gut aus und vor allen Dingen heute, wir haben ja alle ein bisschen Farbe bekommen, herrlicher Sonnenschein, richtig schön warm in der Sonne, so ein Urlaub ist doch was Feines hier, oder? Ja, also ich denke mal, zum Urlaub machen würde ich hier vielleicht auch nochmal hinkommen. Aber also es ist alles andere als Urlaub. Ja, auf jeden Fall. Also zum Urlaub machen sind wir jetzt wirklich nicht hier. Also wir trainieren wirklich jetzt hart, haben jetzt schon 4 gute Einheiten hinter uns. Und ja, da müssen wir jetzt dranbleiben. Morgen kommt das erste Testspiel und ja, mal schauen, wie wir da abschneiden werden. Da gibst du mir das richtige Stichwort. Morgen das Testspiel, da war ja nicht so ganz genau klar, wann es denn sein wird. Jetzt ist es klar, es ist 17 Uhr Ortszeit, das wiederum heißt 16 Uhr deutscher Zeit. Wir werden alles daran setzen, dass wir es live übertragen können. Wir sind zumindest gerüstet. Was wir natürlich nicht wissen, das Ganze ist ja 60 Kilometer entfernt von hier. Wie sind dort die Internetverbindungen, Strom und so weiter steht. Jetzt soll es auch morgen dort zumindest ein bisschen regnen. Wir müssen schauen, wie das ist. Das ist wohl kein richtiges Stadion, sondern soll noch ein Stadion werden. Der Platz ist gut und das Flutlicht ist da und es wird ja auch unter Flutlicht stattfinden dann. Aber es gibt keine Tribüne und das muss man alles erstmal sehen, wie sich das dann morgen gestaltet. Wir sind jedenfalls dran und wir wollen es übertragen. Das heißt für euch dann um 16 Uhr deutscher Zeit. Dennis hat es angesprochen. Morgen geht es dann so richtig ins Match rein. Polnischer Erstligist. Auf welchem Ebene schätzt du die ein? Oh, ich kann die Liga leider gar nicht einschätzen. Also ich kenne die Top-Vereine, ich weiß nicht, Lech Posen und sowas kenne ich. Aber wir hatten ja das Spiel gegen Sandhausen schon. Ich denke mal, die dürften auf einem ähnlichen Niveau sein. Und es wird ein guter Test für uns. Wir werden morgen früh auch nochmal trainieren, denke ich. Und dann werden wir alles geben, da auch wieder ein gutes Ergebnis zu holen, wie in den letzten beiden Spielen. Okay, also Dennis, wollen die unbedingt die dritte Trainingseinheit, das sind deine Kameraden, was machen die dafür Faxen? Ja, ich glaube, die wollen dir mal ein bisschen zuschauen und zuhören. Und wir können das ganz einfach unterbinden, wir können einfach die Kamera drehen und dann sind die alle wieder weg. Ja, also wir können die auch gerne mit nach hier vorne holen, also ist auch kein Problem. Ja, die kommen alle auch noch dran. Gut so. So, jetzt haben wir über das eine Testspiel gesprochen, dann wird es ja noch ein weiteres geben. Das wird dann ganz, ganz früh sein und zwar am Donnerstag, ich glaube es ist der zweite, also im Grunde am Tag vor der Abreise. Das wird dann um 11 Uhr Ortszeit, das heißt um 10 Uhr sein für euch in Deutschland. Ich weiß nicht, wer donnerstags um 10 Uhr zuschauen kann, auch das werden wir versuchen live zu übertragen. Und Partizan Belgrad, das ist ja schon mal ein Brett, zumindest vom Namen her. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Mannschaft mit einer großen Tradition und ja, die auch in ihrer Liga sehr gut dastehen. Und ja, da werden wir mal gucken, wo wir im Gegensatz zu solchen Mannschaften stehen. Also, ja. Aber Benni hat es ja eben angesprochen, gegen diese höherklassigen Damen ja immer gut ausgesehen. Ob das jetzt Düsseldorf war, selbst gegen Leverkusen oder Sandhausen jetzt in Heidenheim haben wir gewonnen, wenn es auch im Elfmeterschießen war. Also, die kommen gerade recht, die Partizanen. Ja, also ich glaube schon, dass wir uns gegen solche Mannschaften immer ein bisschen leichter tun. Aber ja, also die sind ja auch in der Vorbereitung und dann weiß man auch nicht, wie sind die jetzt von der Belastung her. Und
Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir unsere Leistung abrufen und das müssen wir in jedem Spiel, ob im Testspielen oder in Meisterschaftsspielen und dann gucken, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Jetzt gucken wir erstmal rein, was ihr denn so geschrieben habt an Fragen. Und da habe ich das erste bekommen vom Roger Michels. Der schreibt, zufällig habe ich heute Morgen im Radio gehört, dass Paphos die Kulturhauptstadt Europas 2017 ist. Zum Auftakt gab es gestern eine große Eröffnungsfeierlichkeit mit Höhepunkt jetzt über diese beiden Tage. Das wäre doch mal etwas anderes für das Abendprogramm, als nur im Hotel abzuhängen. Fahren da welche von euch hin? Bisher ist noch nichts geplant. Also ich habe das gestern auch mitbekommen in den Nachrichten, dass Paphos die Kulturhauptstadt ist anscheinend. Aber bisher ist noch nichts geplant, dass wir da einen Ausflug hinmachen. Aber vielleicht können wir das mal dem Trainer vorschlagen. Vielleicht wäre das eine ganz gute Abwechslung. Wäre das für dich so ein bisschen interessant, so ein bisschen Kultur? Ja, kommt drauf an, was es da gibt. Also ich, wie gesagt, ich habe es gestern nur beiläufig mitbekommen, dass es jetzt so ist. Aber wäre auf jeden Fall interessant, denke ich. Du wolltest ja bestimmt auch noch mal ein paar Stunden ins Museum gehen, aber die Zeit wird es nicht hergeben. Ja, also wenn wir das tauschen könnten mit einer Trainingseinheit, warum nicht? Oh, ja, ich lege ein gutes Wort für euch ein beim Trainer, aber ich glaube, das wird nichts werden. Sebastian Weber schreibt, Frage an Dennis Schulte. Dennis, was schreibt er? Das ist ja nicht dein erstes Trainingslager. Ist das in Zypern schöner als in der Türkei? Ja, also man muss schon sagen, also die beiden Trainingslager jetzt, die letzten beiden Jahre in der Türkei, die waren schon 1A, also die Bedingungen, die wir da hatten, mit den ganzen. Also es ist wirklich schwer zu toppen, aber die Bedingungen hier und für den Zweck, weshalb wir hier sind, also ist das absolut in Ordnung und ja, können gut trainieren und das ist das Wichtigste. Nächste Frage geht an dich, Benjamin Kirchhoff. Du und Dennis Schulte, ihr seid beide Innenverteidiger. In welchen Aspekten bist du Dennis überlegen? Und worin ist er wiederum besser? Ja, also es ist jetzt, ich weiß nicht, also das muss der Trainer entscheiden. Ich denke, wir beide geben immer Gas im Training, auch wie die anderen beiden Innenverteidiger, die wir noch haben, wie alle Spieler. Wir versuchen uns beide anzubieten und im Endeffekt wird dann der Trainer entscheiden, wer dann spielt oder wer besser ist. Vielleicht spielen wir auch zusammen. Es ist eine lange Vorbereitung und wir geben beide Gas und dann wird man das sehen am ersten Spieltag. Also in der Tat ist eine schwierige Frage, was sollst du da anders sagen? Aber wir könnten es ja trotzdem nochmal stellen, die Frage, und zwar mit einem anderen Sportart. Vielleicht bist du ja am Tischtennis besser oder wie auch immer. Oder? Dennis ist im Tischtennis schon, ich denke mal, einer der Besten bei uns in der Mannschaft. Also da hat er auf jeden Fall Vorteile. Sonst haben wir noch gar nicht wirklich gegeneinander gespielt, also müssen wir mal vielleicht ausprobieren. Vielleicht ja, wenn wir morgen Billard spielen oder schauen wir mal. Siehst du, dann kannst du dich warm anziehen, da muss er jetzt ein bisschen nachlegen, wenn du im Tischtennis so gut bist. Ja, also im Billard weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich da oder ob er mich da schlagen kann, aber ich denke. Was ist denn das? Tischtennis spielt er ja ständig da und bei euch auch unten in der Mixzone. Wer ist denn da so der aktuelle Champion? Ja, wir haben da mal mit dem Turnier angefangen, aber leider noch nicht so ganz dazu gekommen, das zu beenden. Und von daher kann man jetzt nicht sagen, wer der Champion da ist, aber ja. Aber du gehörst zu den Favoriten. Zumindest bin ich eine Runde weitergekommen. Okay, wir gehen auch eine Runde weiter. Wir schauen mal, was es noch an Fragen gibt. Achso, das war an Levent. Das haben wir schon ausgerichtet. Ja, wollen wir mal gucken. Und das war auch Levent. Ja, dann haben wir diese Fragen soweit schon mal abgearbeitet. Jetzt gibt es für euch die nächsten Trainingseinheiten morgen nochmal. Gibt es nochmal was oder spielt man dann gleich? Also vormittags wird nochmal trainiert? Ja gut, den Plan für morgen, den haben wir jetzt noch nicht mitgegeben bekommen. Und aber ich denke schon, dass wir morgen Vormittag noch eine Einheit machen werden, weil ja, wollen wir uns schon dann noch speziell aufs Spiel vorbereiten, denke ich. Und da schadet es nicht, wenn man nochmal die ein oder anderen Sachen auf dem Platz besprechen wird. Und ja, aber mal gucken, wie der Trainer den Tag morgen geplant hat und wie es dann weitergehen wird. Ja, dann sage ich euch beiden schon mal Dankeschön und dann genießt den kurzen Feierabend, den ihr habt. Denn ich habe gehört, so gegen 23 Uhr ist ja dann schon Bettruhe, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir müssen ja morgens auch früh raus. Also es bietet sich an, da auch früh schlafen zu gehen, damit man morgens ja fit ist. Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart und ich denke, wir grüßen einfach nochmal nach Deutschland, bedanken uns bei der Sparkasse Offenbach, die das Ganze heute ermöglicht hat, die Live-Sendung hier auf Zypern, raus in alle Welt. Ja, sagen Tschüss, ciao, ciao, rot-weiße Grüße.